Willkommen zurück zu Blacktail Innocent. Wir versuchen jetzt mit 5 Leuten. Sie ist riesig. Wie sollen wir bloß Mama finden? Wir werden sie hier rausholen, Hugo. So, Freunde, genug getrödelt. Hey, warte! Melly ist traurig. Sie wird sich wieder beruhigen. Aber können wir ihr nicht helfen? Deswegen sind wir hier. Wir helfen ihr, sich zu rächen. Und am Leben zu bleiben. Wir haben den Knirps und die Ratten. Wir sind unbesiegbar. Rodrik, er ist 5. Bah, hat sie nicht ganz unrecht. Wohlgemerkt. Oh Mist! Was ist los? Melly, beruhige dich. Die verdammten Ratten blockieren den sichersten Weg hinein. Sie machen das nicht absichtlich, Melly. Sie... Wir haben keine Wahl. Wir versuchen es durch die große Tür. Aber passt auf! Ich fühle mich gerade wie so auf so einem Kindergeburtstag. Ist sie wütend auf mich? Nein, sie ist wütend auf alles. Aber gib ihr ein bisschen Zeit, Hugo. Ich meine, ich finde es schön, dass der Stärkste von uns auf jeden Fall auf meiner Seite steht. Hallo, mein Süßer. Ich meine, Lucas kann ja versuchen, sie irgendwie, also Melly, ich meine, er liebt sie ja. Sehr, sehr unschwer zu erkennen. Ich glaube fast, dass ich das nicht zwingend brauche. Oh, warte mal. 11? Dass ich das noch erleben darf. Das bringt mir nichts. Das ist so im Dunkeln geworfen. Ja, toll. Ja. Das you know what? Einfach nur because I can. Das sollte mir die Sache erleichtern. Nein, wirklich erleichtern tut das gar nichts, meine Liebe. Aber egal. Das ist das Somnum. Und das ist das. Das kann ich nicht herstellen. Das werde ich, glaube ich, nicht brauchen. Das weiß ich noch nicht, ob ich das gebrauchen kann. Das werde ich auf jeden Fall gebrauchen. Das werde ich vielleicht auch noch gebrauchen. So. Jetzt gleich wird mir alles weggenommen. Vorsicht! Oh, will Melly den direkt umbringen? Hey, ich glaube, es hat bereits angefangen. Das hoffe ich. Denn diese Viecher werden immer mehr. Teil. Das ist riskant. Zades weiß, was er tut. Heute nehmen wir lieber die Hintertür. Das sagt er zumindest. Sie ist bestimmt versperrt. Sie gehen. Unsere Gelegenheit. Lukas, komm mit mir. Melly. Hab Vertrauen. Jetzt machen wir erstmal unsere Arbeit. Gut, ich gehe zurück. Sei vorsichtig. Ich würde sie sehen. Hey! Halt! Ich helfe ihm. Bleib hier. Ich hoffe, sie schaffen es. Sie kennt die Stadt und führt sie sicher in die Irre. Los, nutze sie. Was ist mit Lucas? Hau drauf. Erledige ihn. Du bist erledigt. Das ist mein liebster Begleiter, ne? Er steht nicht wieder auf. Glaub mir. Hat sich einiges verändert hier. Die Glocken. Die Kathedrale, Amicia. Vitalis ist dort. Das heißt, Mutter ist ebenfalls dort. Dem Bastard bereiten wir eine Überraschung. Zuerst müssen wir die anderen finden. Also der Witz ist, das erinnert mich, wenn es ein bisschen dunkler wäre, würde ich das hier glatt für ein Szenario oder eine Ortschaft aus Bloodborne denken. Das Wichtigste ist, dass der Rose... Warum bebt die Erde? Das sind die Ratten. Sie sind hier, unter uns. Also haben sie alles zerstört. Seht euch den Boden an. Ah, okay.
will ich das, ist die Frage. Ich komme nicht raus, solange es hell ist. Ich brauche anscheinend doch noch ein paar Mal davon. Aber ich kann die halt auch anders ausschalten. Gleich verbarrikadieren mir die wieder den Weg, obwohl ich kann sie ja befehligen. Also wegbefehligen. Oder ich renne einfach dran vorbei, weil ich. Okay, wunderbar. Achtung, wach! Beinahe wurde unser Freund hier. Oh, shit. Verstoße. Ich hab mich wohl etwas gehen lassen. Das ist schlecht. Das ist gar nicht gut. Wäre ich du, würde ich das nicht anfassen. Warum? Geißler peitschen sich damit blutig. Da kleben wahrscheinlich Hautstücke dran. Oh, verstehe. Bäh. Trotzdem mitgenommen. Natürlich. Disziplin. Da sich die Stadt mit Orden und Kulten konfrontiert sieht, bittet sie die Inquisition eindringlich, Ketzer hart zu bestrafen und auszumerzen, indem sie gegen Dolcinianer Fraziellen Flagatellen. Flagellenten vorgehen, wie auch immer. Diese sind davon überzeugt, dass die Menschheit göttliche Strafe erfahren muss und stellt ihre Buße in Form von Selbstgeißelung öffentlich dar. Mit großen Peitschen ziehen sie durch die Straßen und fügen sich selbst furchtbare Wunden zu. Ironischerweise trugen die Flagellanten so zur Verbreitung der Pest von Dorf zu Dorf bei. So, hast du mich jetzt mittlerweile vergessen? Frontblase oder? Ist das dein Scheiß Ernst? So, ich bin mal wieder stealth wie eh und je. Komm, dreh dich um. Steh auf! Warum steht er nicht auf? Die Wache! Du wirst bezahlen! Ein bisschen schneller, wenn es geht. Oh, that's a new problem. Sie hören einfach nicht auf mich. Wie, sie hören nicht auf dich? Sie können mich nicht hören. Das ist recht schlecht. Sie
können den nicht. Well, that's awkward. Nicht hängen bleiben, nicht hängen bleiben. Jetzt fressen mich gleich die Ratten, ich sehe das schon. Sehr, sehr uncool. Das habe ich so auch nicht geplant. Ich wusste nicht, dass es so All Invincible Guys gibt. Warum geht er jetzt zu den Ratten zurück? Ist er ein Idiot? What is he doing there? Geh mal zurück auf deinen Posten. Bitte. Du hast jetzt einfach einen neuen Posten gemacht, oder was? Also die Ratten sind nicht so zuverlässig, wie ich es gerne hätte. Die, der hat dich gerade ernsthaft gesehen. Bist du ein Idiot? Hey, Moment mal, aber... Ah ne, er hat eine Leiche gesehen, glaube ich. Mit dem. Ich kann dem nichts anhaben. Das ist eine Sackgasse, da sollte ich jetzt vielleicht nicht reingehen. Wie kriege ich dich denn kaputt? Du hast doch auch keine... Da hast du doch. Ja, wie geil. Habe ich nicht gesehen. Seine Waffe brennt. I actually did not see that. Hab ich nicht gesehen, dass seine Waffe brennt. Also habe ich nicht wahrgenommen, dass seine Waffe brennt. Das hat mich jetzt aber... Hallo, die Waffe hat mich das Zeit gekostet. Zu verstehen, was ich mit dem Typen tun soll. Das haben nicht nur Bosse irgendwie diese Fähigkeit. Sondern auch noch normale Leute. Na super, freue ich mich. Okay. Toll, jetzt habe ich überall Ratten. Habe ich super gemacht. Werkzeug. Okay. Ganz ehrlich, danke, aber... Ich glaube nicht, dass ich in diesem Spiel noch etwas machen kann, tatsächlich. Egal. Dann bleibt das Öl da halt liegen. Kleiner, du hast eine ganze Rattenarmee. Roderick, müssen wir das öffnen? Ich sehe keinen Hebel. Ich kümmere mich darum. Auf dein Zeichen. Allein? Willst du das übernehmen? Machst du das, Roderick? Ist recht. Schöne Unterhaltung. Durch mit euch. Schnell. Vorsicht. Da ist wieder einer ohne Helm. Oh, du stehst da. Ja. Oh.
Dadurch wollte ich gerade meine Chance ergreifen. Oh, Rodrik. Ich befürchte, der sieht dich. Deswegen, bitte. Du bist nicht der schmächtigste Kerl, okay? Vorsicht. Und drauf da. Für dich. Verlass dich auf mich. Hat der nicht gesehen? Hat er doch gesehen. Shit. Komm her, mein Freund. Will der scheiß Bogenschütze mich verarschen? You son of a... Die. Ich bin auf jeden Fall Stealth. Oh, wir haben Lukas und... Ja, da lass mich meine Kamera wieder bewegen. Wir haben Lukas gefunden. Ja, ich muss gestehen, ich aktuell verlasse ich mich tatsächlich lieber auf meine Schleuder als auf die Ratten. Weil die Steuerung der Ratten ist nicht so einfach. Für mich speziell jetzt. Also, ich finde die Steuerung der Ratten nicht allzu einfach. Deswegen verlasse ich mich lieber auf meine... Ihr lebt! Hört zu, Vitalis ist in der Kathedrale! Schön und gut, aber euch kommt ein ganzes Bataillon entgegen. Ihr müsst hier weg. Nehmt die Treppe. Dieses Haus hat auf der anderen Seite einen Ausgang. Das brennende Haus? Wir können nicht zurück. Los, wir treffen uns auf der anderen Seite. Seid vorsichtig. Los, ins Haus. Los, ins Haus. Gib mir deinen Stoff. Dankeschön. 10 von 22 klingt ja fast schon, als könnte ich irgendwann vielleicht sogar tatsächlich nochmal... Nein. Fehlt mir ein bisschen zu viel Leder für. Vielleicht? Oh, verschlossen. Ich brech sie auf. Du bist mein Held. Dreckstück. Dir zeig ich's. Da kommen die Wachen. Rodrik, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Der hat einen Helm. Ich bin sowas von am Arsch. Ja, hier brauche ich die Ratten. Jo, ich bin tot. Ach, stopp, ich brauche gar nicht mehr. Moment. Ich brauche das ja gar nicht mehr. Oh! Ich habe einen Speer. Im Knie. Nein, okay. Voll in der Brust. Da bräuchte ich vielleicht doch Ratten. Die müssten reichen. Ist das dein Scheiß Ernst? So, die müssten reichen. Obwohl, you know what? Da brauche ich eigentlich nur noch die Steine. Oh, verschlossen. Ich brech sie auf. Achso, und dann brauche ich... Dreckstück. Dir zeig ich's. Da kommen die Wachen. Rodrik, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Ich werf die Lampe daneben zielen. Well, that's bad. Ich hab dich doch getroffen, du Sau. Ich muss deine Flamme löschen. Jetzt muss ich ganz schnell die Ratten herholen.
Könntet ihr den mal fressen? Oh shit, der hat sein Ding wieder angezündet. Die geile Sau. Fresst! Erinnert mich daran, dass ich euch beide nie wütend mache. Gut. Dieses Mal kommen wir rein. Ja, dieses Mal. Auch neue Steine, bitte. Scheiße! Toller Plan! Hm? Nein, Amicia, das können wir nicht. Wir werden verbrennen. Ich verspreche dir, dass dir nichts passieren wird. Roderick, folgst du uns? Bis in die Hölle. Okay, nicht daran. Bis in die Hölle. Ich kann ja Feuer löschen. Hm. Verdammt. Jetzt verschwende ich meine ganzen Materialien hier. Ja, hier kann ich auch noch durchkrabbeln. Also. Brennende Dachbalken. Kannst du das übernehmen? Ja. Ja. Oh, tut sie das? Beruhige dich. Ist der Architekt. Hugo, lass den Hauptmann der Inquisition besiegen. Du bist hart im Nehmen. Härter als ich. Wirklich? Ich lüge nie. Hat er heute fertig gehustet? Genicks. Hey, hey, hey. Okay. Sagt der direkt so. Ah, ein Gegner weniger. Aber wir sind nicht krank. Seht uns an. Wir wollten nur unsere Habseligkeiten holen. Amicia, was sollen wir jetzt tun? Moment, ich denke nach. Ach, achso, wir denken noch nach. Entschuldigung. Ich weiß nicht wieso, ich kann ihn irgendwie nicht auf den Kopf zielen. Oh. Jetzt weiß ich warum. So. Oh, hab Dank. Danke. Der Herr sei mit euch. Ja, danke. Und viel Glück. Hey, wartet! Okay. Deckung, Bogenschützen! Gute Arbeit, Männer. Haltet die Augen auf. Niemand darf sich der Kathedrale nähern. Die Kathedrale. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da, das Fallgitter. Das ist der einzige Weg zur Kathedrale. Wir müssen da irgendwie hin. Ja, ist ein super Plan. Ich würde sagen, wir schieben das Ding hier einfach an. Und dann ist alles safe. Seht ihr doch auch so, ne? Guck mal, eine Werkbank, lange nicht mehr benutzt. wir brauchen leider immer noch Sachen. Aber so ist es halt. Was haben wir hier noch? Schaut mal einer, guck. Da sind bestimmt noch ein paar schöne Materialien. Die Kette. Du solltest nicht... Warum? Ich kenne diesen Ort nur allzu gut. Was ist los, Roderick? Was habe ich... Was mache ich da gerade? Warum ist Roderick auf einmal so komisch? Die Kette, du solltest nicht. Ich kenne diesen Ort. Diese Gasse. Nein. Ich wusste es. Roderick, was stimmt denn nicht? Wo gehst du hin? Gehen wir. Hier hat Roderick gewohnt. Das hier ist... Das kann nicht sein. Roderick... Nichts mehr übrig. Haben Sie dein Haus niedergebrannt?
Das war die Schmiede meines Vaters, wo ich aufgewachsen bin. Dort habe ich... Ich weiß, wie du dich fühlst, aber du lebst noch. Und deine Wurzeln können sie dir nicht nehmen. Du hast recht. Ich weiß, wer ich bin. Los, wir müssen eure Mutter retten. Ich? Mama ist nett, du wirst sehen. Wir gehen zusammen und finden ein anderes Chateau. Ich wollte Materialien. Hört sich gut an. Ich wollte Materialien und habe keine bekommen. Trophäe erhalten, der Schmied. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber ja, gut, wir haben noch mal ein bisschen was. Rodrik, wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey! Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen Ausschau. Gut. Dann mal los. Versteck dich, Rodrik! Mach dir um mich keine Sorgen, Knirps. Oh, was? Andere Seite? Oh, shit. Das ist schlecht. Daran habe ich jetzt nicht... Okay, ich sollte mich tatsächlich nicht mit den... Okay, ich soll mich nicht mit denen da oben aufhalten. Ich habe verstanden. Vor denen sind wir quasi geschützt. Ganz kurze Frage. Habe ich jetzt den Schmied und so? Habe ich das schon alles? Nein. Oh, come on. Are you serious? Die Kette... Du solltest nicht... Warum? Ich kenne diesen Ort nur allzu gut. Was ist los, Rodrik? Ja, ich glaube, da war noch ein Item, war da, ja, das nehmen wir auf jeden Fall diese mal mit. Gasse. Nein, ich wusste es. Rodrik, was stimmt denn nicht? Wo gehst du hin? Gehen wir. Das kann nicht sein. Rodrik. Nichts mehr übrig. Haben Sie dein Haus niedergebrannt? Das war die Schmiede meines Vaters, wo ich aufgewachsen bin. Dort habe ich... Ich weiß, wie du dich fühlst, aber du lebst noch. Und deine Wurzeln können sie dir nicht nehmen. Du hast recht. Ich weiß, wer ich bin. Los, wir müssen Europa retten. Mama ist nett, du wirst sehen. Wir gehen zusammen. Und finden ein anderes Chateau. Das klingt gut, ne? Ja, genau. Kommt der irgendwann wieder? Hab ich ihn irgendwie verloren? Okay, jetzt hat er mich wieder gefunden. Der Karren, Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey! Lass los, Amicia! Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen Ausschau. Gut. Dann mal los. Feuer! Versteck dich, Rodrik! Mach dir um mich keine Sorgen, Knirps. Ich weiß, der jetzt auch noch stirbt. Wow, Pfeile hängen in der Luft, okay. Amicia, sie sind hinter uns! Bastarde! Ihr Bastarde! Ich hab die Treppe erreicht. Los, schnell! Witzbold. Ihr habt's fast geschafft!
Sirius, ich stand einen Schritt zu weit. Von einem Pfeil. Ziemlich verarschen, Amicia. Hey, guck mal. Lass mich raten. Na, willst du noch mal jammern über deine Familie? Die Kette. Langsam wird's lächerlich, mein Freund. Warum? Ich kenne diesen Ort nur allzu gut. Was ist los, Roderick? Ich würde das Item halt, ich würde das halt trotzdem gerne haben. So als mehr oder weniger Story-Abschluss für Roderick, weil ich glaube, der verreckt nämlich gerade. Nein. Ich wusste es. Roderick, was stimmt denn nicht? Wo gehst du hin? Gehen wir. Das kann nicht sein. Roderick. Nichts mehr übrig. Haben Sie dein Haus niedergebrannt? Das war die Schmiede meines Vaters, wo ich aufgewachsen bin. Dort habe ich... Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber du lebst noch. Und deine Wurzeln können sie dir nicht nehmen. Du hast recht. Ich weiß, wer ich bin. Los. Wir müssen eure Mutter retten. Mama ist nett. Du wirst sehen. Wir gehen zusammen. Und finden ein anderes Chateau. Hört sich gut an. Mhm. Der Karren, Roderick. Okay. We're trying that again. Der Punkt ist, da kommen halt echt viele und das wird auf den Kopf zielen, ist gar nicht mal das Leichteste der Welt. Hey! Lass los, Amicia! Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Roderick, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachenausschau. Gut. Dann mal los. Feuer! Versteck dich, Roderick! Mach dir um mich keine Sorgen, Knirps. Ich kann mich halt mehr oder weniger nicht um alles kümmern. Ist ja theoretisch näher beim Karren bleiben. Amicia, die gehört dir. Amicia, sie haben ihn getroffen. Roderick, lass den Karren los, bitte. Shit. Um das Fellgitter zu erreichen. Gleich kommen sie von hinten. Amicia, sie sind hinter uns! Bastarde! Bastarde! Ich hab die Treppe erreicht. Los, schnell! Ich muss jetzt näher beim Karren bleiben auf jeden Fall. Amicia, Amicia. Lass mich doch näher beim Karren bleiben! Ich kann mich doch nicht auf alles konzentrieren. Das ist die erste mehr oder weniger frustrierende Mission. Die Kette. Du solltest nicht. Warum? Ich kenne diesen Ort nur allzu gut. Was ist los, Roderick? Was ist los, Roderick? Sag bloß, hier ist deine Schmiede. Oh nein, ich glaube, davon ist nichts mehr übrig. Nein. Ich wusste es. Roderick, was stimmt denn nicht? Wo gehst du hin? Gehen wir. Das kann nicht sein. Roderick. Ach, so nichts mehr übrig. Haben sie dein Haus niedergebrannt? Das war die Schmiede meines Vaters, wo ich aufgewachsen bin. Dort habe ich... Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber du lebst noch. Und deine Wurzeln können sie dir nicht nehmen. Du hast recht. Ich weiß, wer ich bin. Lass uns deine Mutter retten. Los. Wir müssen eure Mutter retten. Mama ist nett. Du wirst sehen. Wir gehen zusammen. Und finden ein anderes Chateau. Hört sich gut an. Yay, dann lass uns doch jetzt... Der Karren, Rick. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey! Ich bin ein Mann! Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Roderick, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachenausschau. Gut. Dann mal. Ich hab Wachen gefunden. Feuer! Versteck dich, Roderick! Mach dir um mich keine Sorgen, Knirps. Soldaten!
Warte. Nein, wir brauchen ihn. Helge nicht zu erreichen. Gott, hab ich gerade fast verkackt, ey. Diesmal kümmere ich mich erst um die beiden. Da sind noch mehr! Keine Sorge! Kommt schon, weiter so! Ihr habt es fast geschafft! Nicht sterben, Rudi! Nicht sterben! Ich brauche nur eine Pause. Gut so, Rudi! Sind da. Steh nicht einfach nur rum. Komm jetzt, schnell. Oh mein Gott, Rodrik. Oh, mir geht's schon besser. Ich bin direkt hinter dir. Gut. Was halte ich für ein Gerücht? Hugo, los. Jetzt du. Tut mir leid. Scheiße! Hugo, komm jetzt. Wir müssen weiter. Seine Krankheit ist übrigens zurückgewichen, seit er die Schwelle übertreten hat. Er war der beste Mann. Nein, das glaube ich einfach nicht. Das kann nicht sein. Melly, bitte. Nein, diese Bastarde müssen bezahlen. Werden bezahlen. Das Wichtigste ist, zusammen und am Leben zu bleiben. Deswegen haben sich Rodrik und Arthur geopfert. Lass mich einfach in Ruhe. Sie hat recht, Melly. Naja, Arthur hat sich nicht wirklich geopfert. Der war einfach nur zu dumm. Es ist vorbei, Hugo. Er hat seinen Frieden gefunden. Ich ertrage diese verdammten Ratten nicht länger. Mistviecher! Aber sie bahnen uns einen Weg. Ach ja? Wie denn? So. Wie machst du? Boah, das passiert gerade wirklich. Hugo, sag mir, dass du uns helfen wirst, diese Dreckskerle zu töten. Melly? Ohne deinen Bruder haben wir keine Chance, Amicia. Das ist dir klar, oder? Ich werde dir helfen und du hilfst uns, Mama zu retten. Dann haben wir eine Abmachung. Melly ist echt ein bisschen pissig, habe ich das Gefühl. So, eigentlich wäre jetzt mehr oder weniger der richtige Zeitpunkt, um den Part zu killen. Obwohl es gerade nicht gespeichert hat, sondern da vorne. Aber ja, wir sind kurz vorm Finale, würde ich behaupten. Deswegen, wir machen hier einen Cut. Ich sage bis zum nächsten Part. Viel Spaß im Video. Euer Hedi.